Ob man aus einem Kastenbrot ein freigeschobenes Brot machen kann, hängt immer von der Teigkonsistenz ab. Also Teige, die sehr weich sind, sind eigentlich in der Regel für Kastenbrote geschaffen. Es gibt Brote wie zum Beispiel das klassische Bauernbrot, das wir hier mit 70% Trocken, 30% Weizen hergestellt wurde. Das ist perfekt, das kann man im Kasten sowohl auch freigeschoben backen. Wenn wir jetzt das 100% Roggenbrot jetzt einmal als Beispiel hernehmen, das funktioniert auch, also in der Schweiz bekannt auch als das Walliserbrot, ist aber sehr flach und in runder Form. Einen Pumpernickel oder Vollkornbrot oder wie wir es hier gezeigt haben, das Dinkelbrot würde so nicht funktionieren. Es gibt Produkte eher im Weizenbereich, die funktionieren alle freigeschoben. Wir haben hier das Olivenbrot, ob das jetzt in der Backform gebacken wird oder freigeschoben, macht keinen Unterschied. Den Toast kann man freigeschoben machen, als Sandwich wecken oder in der Kastenform als rechteckiges Brot. Alle weiteren Brote, also die, was eher mit sehr hoher Hydration sind, also mit extrem viel Wasser, würde eher bei Kasten belassen.